Guck mal, was hier abgeht. Ich kann mir gar nicht mehr zum Auffüllen. So, Nummer 1. Oh, jetzt gehen die Tränke hier aus. 3. Ah, sehr schnell gekauft. Gut, 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 gut. Puh. Na, deswegen kaufe ich gleich auf Vorrat. Da brauchst du nichts nachbestellen, brauchst du nicht nach hinten gehen oder sowas. Und die Schilder und Schwertstände müssen definitiv auch mehr werden. Jetzt nehme ich die Schwerter weg. Ich habe wahrscheinlich keine mehr auf Kante. Ah, doch, da sind noch welche. Haha, eins noch. Ach, mein Kind, räum's doch wieder auf. So, jetzt müssen wir nachbestellen. Und zwar 3 Schwerter. 10 Tränke, das haben wir noch. Das haben wir auch noch, das haben wir auch noch. 14 sind okay. 7, 6, das geht noch. Und 26, ja. Gut, passt. So, repariert, reparieren, reparieren, reparieren. Ich trau euch nicht so richtig, ihr Schnorrer. Der klaut was. Ich riech das. Ich spür das. Oh, doch nicht. Okay. Ist halt kein Schwert mehr, ne? Ja, das war's. Hallo, Handschuhe? Okay, das gekauft. Sehr schön. Ich war gerade am Überlegen kurzzeitig. Aber ich glaube, wenn wir irgendwelche Magier oder sowas freischalten, dann werden wir auch Probleme haben. Okay, der hat gekauft. Sehr schön. Kann man mit reinholen. Dass dann auch Übergriffe stattfinden werden, wenn wir die freischalten und so Zeugs, ne? Und da wäre das eher sinniger, wenn wir das dann machen, wenn es wirklich notwendig ist, wenn wir die Ressourcen dafür übrig haben. Also Form von Geld. Und es freigeschalten haben. Ich glaube, irgendwann kommt es ja echt nicht mehr hinterher, dass da einfach nur so ein Haufen rumstehen. Mal kurz hier wegkehren, sieht dreckig aus. Da die Kau. Ja, wir wissen definitiv. Da kommen jetzt Regale her, wo bam, voll sind. Da müssen wir einmal auffüllen und hier wird es auch geändert. Dass hier dann nur Dings rumstehen. Das gelbe, guck mal, was wir jetzt Kohle haben: 3228, das ist übel. Und das vor allem primär durch das läppische Eintrittsgeld. Also, hier und da müssen wir so ein paar Blurre-Dinger machen, aber bei dem Umlauf, was wir hier gerade haben. So, ist ja nicht die Feuerresistenz drin aus. Scheiße. Bestellen. Jo. Nein, ich habe noch auf den Tisch geschlagen. Das wollte ich nicht. Entschuldigung, Tisch. Hä? Wenn ich draufgehauen habe, so ein Fehler. Es tut mir leid. Das ist halt die Hand mal ausgerutscht. So. Ja, die hat echt geschrien, weil ich im Land mit dem Schwert rumgehauen habe. Voll geil. Lalalalalala. Raschelt voll aus. Hallo. Nimm mal mit. Danke. So, naja. Was haben Sie hier vor? Was wollen Sie kaufen? Ich hoffe, Sie glauben nicht, denn sonst kommt der Friteur. Danke fürs Wegschmeißen. Arsch. Ich habe keine Schwerter mehr. Sind die hier gerade gekommen? Irgendwie ich bestellt? Bin ich blöd? Ich hatte gerade Sachen bestellt. Hab ich verpeilt. Was haben wir jetzt tagsüber? Oh Gott, Alter, was geht hier ab? Als hier mal im Verhältnis unterwegs sind, ne? Feuerresistenzring, ich glaube, wir sind hier irgendwo in Skyrim. Was hier gekauft wird, kann dann. Ey, ist ja übel. Ich hoffe, sie klauen nichts. Ich wollte nicht gerade herkommen und eigentlich nach hinten gehen und die Ware holen. Super, danke. Sehr lieb von Ihnen. So, erstmal aufheben. Jetzt haben wir nämlich Evening. Jetzt wird es ein bisschen ruhiger. Tagsüber geht hier die Post ab, immer so übel. Aber seht ihr, unser Laden floriert. Ja, yeah, genau. Wir haben nur 2 Schwerter gekauft. 9 Feuerräse ist noch. 6 Ränge noch hier. Man muss ja immer ein bisschen Überblick behalten, was man hat.
Haben wir noch 12, das ist okay. Da bestellen wir nochmal 4 Stück. Handschuhe sind okay. Harnische müssen wir nachbestellen. 6 Stück. So, das ist okay. Der hat auch nichts geklaut. Feuerresistenz, Tränke, D-Tränke, 23. Bestellen wir 7 kurz. So. Ich will mit dir nicht reden. Warum sollte ich? Ich soll nur zahlen, mehr nicht. So. Müssen wir da auffüllen. Kerle. 3. So, was fehlt hier? Feuerresistenzring, ich glaub's nicht. Was habt ihr mit der Feuerresistenzringe, Mann? Na gut, wir kaufen es. Ich muss eigentlich den Preis hochdrücken. Ich glaube, sie sind zu günstig. Die sind teuer zu erkaufen. 140. So, perfekt. Oh, 4 Eintrittsgebühr. Sehr schön. Sind Sie ein Dieb? Wollen Sie sterben? Machen Sie ruhig. Ich töte Sie kostenlos. Was bist du aber eigentlich, wenn die einkaufen? Wir töten sie. Ich habe nicht aufgepasst, wann wir Strafgeld zahlen müssen. Das wäre jetzt reiß gewesen. Vor meinen Augen was zu klauen. Kackendreist. So. Es kommen noch ein paar. Es könnte aber auch. Es kommt abends, ne? Es könnte nie bekommen, ne? Müssen wir aufpassen. Sag ich's nicht. Es könnten die bekommen. Und zack, da ist einer. Mann! Ruf ich den mit dabei. Komm, mein Dieb. Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. So, jetzt haben wir noch 2 davon. Dann haben wir kurz nach hinten. Sips. Was? Ich habe gedacht, jetzt angestellt. Bin ich jetzt blöd? Habe ich schon geholt. Sehr schön, danke meine Dame. Sehr schön, dass Sie bei Boris Gumbelad eingekauft haben. Der wird morgen modernisiert. Denn er braucht mehr Platz und weniger Stress. So, dann können wir schon ein bisschen durchreparieren hier. Das heißt nichts Gutes, es kommen zu viele rein. Sag ich's nicht. Meine Fresse. Alter. Wird uns eigentlich Geld abgezogen? Ich meine, das war früher so. Da muss man zum Abend immer die Steuer noch bezahlen. Das war übel. Sie sind einer von den letzten Kunden. Ja, ich hoffe, Sie sind das letzte Mal hier, meine Dame. Arschloch. Warum kommen die Herren... Nein, das wollte ich gar nicht. Hier, Rüstung und Fehl, das wird aufhängen, sonst sieht es ja aus als, ne? Wobei im Gegenzug, wenn ein bisschen was leer ist, aus verkaufstaktischen Gründen, sieht man, oh, es wird hier eingekauft. Also muss es gut sein. Aus der Logik heraus denken die Leute meistens. Ja, ist halt so, kann die nichts machen. Diese Eintrittsgebühr, oh, das ist schon Geld gebracht hat, voll cool. Kurz vor Ladenschluss. Einer kommt rein, lässt was fallen, wenn ich es aufhebe und andere klaut es dann. Aufpassen. Doch nicht. Irgendwer klaut noch. Ich hab's im Gespür. Ah, oder auch nicht. Gut. Sehr schön. Feuerresistenzdränge, Alter. Ich hab's sie teuer gemacht, immer noch gekauft. Wieso? Ich hab ich lasse den Preis hoch. Wir dürfen sie nicht übertreiben. Noch nicht. Fertigkeit 109 Punkte, das ist toll. Was brauchen wir dafür? Ah, 150. Okay, müssen wir ein bisschen sparen. Und was machen Sie heute so? Kaufen. Danke, meine Dame. Und so sind die Rüstung leer. Wir müssen umdisponieren hier, definitiv. Wir brauchen mehr Regale, mehr Böden, mehr Tische und alles. So, jetzt hauen sie alle ab. Ist nicht Umbauzeit. Im großen Stil. So, es muss jetzt mal alles eingeräumt, eingesackt werden. Zack, zack. Schön ist, man kann einfach auf der linken Maustaste draufbleiben und sammelt alles ein. So. Und schön ist auch, wenn man die verkauft, kriegen wir das gleiche Geld wieder. Weil, was, die kannst du ja so nicht umstellen, ist das Problem. So. Na, hallo. Den noch, danke.
50. 50. 210. Weil 210 kostet er zum Beispiel auch. Das ist ja das Tolle. Ja. Wobei, das war jetzt doof. Den hätte ich hier stehen lassen können. Dann kann ich hier einen hinmachen. Müssen wir aufpassen, damit das auch nicht so nah dran ist. So. Wobei, wenn ich das weiter hinten mache, ist glaube ich taktischer. Zumindest können die dann nicht so schnell, haben sie einen längeren Weg zum Rausrennen. Aber ich will wiederum mehr Zeit zu reagieren. So. So. Regale, genau. So. 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 Gut. Und dass die nicht so schnell abhauen können, die Schweine. So, die kleinen Drecksdiebe. Machen wir das nämlich hier so noch. Dann müssen sie nämlich hier vorbei. Dann haben sie gar keine andere Wahl mehr. Ist auch nicht so nah ran. So. Das heißt ein bisschen übersichtlicher. Gut. Jetzt machen wir es mal eins. Füllen wir hier auf. So, einmal. Das dachte ich mir gerade halber, dass er das darüber schmeißt, warum auch immer. Grüne Tränke. Hat er nochmal. Gut, ich lege jetzt erstmal so aus, wie ich mir das denke. Dann brauche ich Schwerter. Hat man jetzt nicht in die Lieferung gekommen? Nee, habe nichts bestellt. Okay. So, dann haben wir die roten Tränke noch. Dann brauche ich nochmal ein Regal für die anderen. Für die Heiltränke brauche ich nochmal ein Regal. So. Wo war es denn hier? Wobei, ich mache hier so, dass wir, wenn sie was klauen, dass ich es gleich sehe. So, so, so. Das sind Schwerter, dann tun wir hier nur Schuhe drauf. Hallo? Schuhe? Ja, mach doch. Achso, links. Nee. Hallo, bist du jetzt doof? Danke. Ich glaube, von oben geht es besser, irgendwie habe ich das Gefühl. Hier nur Handschuhe. 1, 2, 3. Ist ja perfekt. Wäre alternativ eine Lösung. Reicht eine Idee, dann könnte ich das Regal mir sparen. So. Zip, 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 zip. So. Weil dann tue ich nämlich die Heiltränke hier drauf. Kann mir das eine einzelne Regal sparen. Wenn wir nochmal eins kriegen, dann kann man noch so ein Doppelregal ausstellen, auf jeden Fall. So. Nein. Das muss jetzt her. So, dann bräuchten wir nämlich, das sind drei Reihen. 3x3 sind 9, 18 Mindestanforderungen. 10 Hammer, das heißt, wir brauchen ja schon mal mindestens nochmal 8. Und das heißt, wir brauchen 26 Tränke auf jeden Fall. So, Schwerter haben wir 4, Holzschilder auch 4. Dann können wir hier nochmal 8 bestellen. Das gleiche hier, das sind wir auch bei 4. Da können wir dann nochmal 7 bestellen. Handschuhe haben wir auch 9. Dann bestellen wir nochmal 5. Da haben wir 18. Also immer einen ganzen Satz vorrätig. Rüstungen müssen wir 1 machen. Da haben wir jetzt 8. Ja, hätten wir jetzt 8. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall mindestens 9. Die gehen aber gut weg. Also bestellen wir da lieber nochmal 15, so ist richtig. So, Schuhe, das gleiche Spielchen.
Erstmal nochmal 6 Stück dazu. Plus, 6 plus wie viel? 19, 18, sind 24 insgesamt. So. Die Tränke, da haben wir auch wieder. Wie viel Reihen haben wir da? 4, genau. 4 Reihen. 4 Reihen mal 3 sind 12. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5. Und dann brauchen wir 17 insgesamt. Alter, was ist Materialgradkosten? Sind übel. Hier das gleiche, da brauchen wir auch dann nochmal 12. Also nochmal 6 Stück. Also 18 insgesamt. So. Da brauchen wir auch nochmal. Da haben wir genügend erstmal. Das ist okay, das passt. 4, 1, 2, 3, 4. Plus. Was habe ich gesagt? 4 plus. Weil die sich eigentlich gar nicht verkaufen, seltenst. Dann wären wir bei 13 insgesamt. So, bestellen. Und weg ist das Geld. Alter Scheiße. Was ist jetzt mal gerade rumstehen? Übel! Aber ich find's geil. Mir gefällt's. Dann müssen wir ein bisschen rumgehen in der Stadt, ein bisschen was nachschauen und einkaufen. Ja, irgendwann hat man halt so seine was man eh braucht, raus. Es ist es weg. Was gibt es jetzt? Statistiken? First Step 5. Everything has their own first steps. We replace active quest. Heiltränke 05. Ich habe nicht ganz kapiert. Naja. Kommt vielleicht auch noch. So. So, den müssen wir voll der Bonzer müssen aufrüsten, ne? Müssen wir Kunden hier reinlocken. Noch mehr Umsatz. Wuhu! Na, wie viel haben wir da jetzt noch auf Lager? 8. Wir haben jetzt noch auf Lager 14, das ist gut. Die Feuerresistenztränke haben wir auf Lager, wenn wir es aufgefüllt haben. Theoretisch mindestens 12. Haben wir auch, perfekt. Sehr schön. Da ist alles ausgestattet. Da haben wir Handschuhe, da haben wir Schuhe, Schilder. Ja, perfekt. Das sieht ein bisschen ordentlicher aus. Nicht so chaotisch. Vorher war es ein bisschen chaotisch, fand ich. Irgendwas haben wir mal bekommen. Questtechnisch natürlich. Kein Trepper oder sowas. Nein, nein. Und ich mache das immer noch, ja, ich weiß, wir bräuchten es wahrscheinlich theoretisch. Ah, guck mal, was wir jetzt Geld ausgegeben haben, das ist Waren einkaufen, über 4000, mal kurz, zack, weg. Nur mal Materialien gekauft hatten, da warte mal, ich brauche gar nicht im Kreis rein, ich muss mir echt mal merken, wo die sind, die Dinger. So, da ist auch nichts mehr. Dann, ah, da ist einer, den habe ich immer vermisst. Wo ist es mal noch 4 Stück? So, ist leer, gut. Und dann war da oben noch einer. Genau, 1, 2, 3, 4 nämlich insgesamt. Da guck, dann schmeißen sie unser Material so gut ist weg, als wir eingekauft haben. Die kaufen immer noch aus Mitleid ein. Schade. Mhm, okay. Dann möchte ich kurz noch eins gucken, bevor wir den Laden wieder aufmachen. Fertigkeiten, 110 Punkte. Wir brauchen immer 4, dann können wir uns ja nicht das leisten. Wegen diesen scheiß Dieben, das geht mir ein bisschen auf den Piss. Wobei das ja schon auch geholfen hat. Also ich habe ein bisschen was davon gemerkt. 50. 100. Schalte mechanisches Artikel zur Platzierung, Nutzung und zum Verkauf frei. Ja, schalte den Garten frei, in dem du Samen und Pflanzen ernten kannst. Schalte den Schablonenspieler frei, um die Musik im Spiel zu ändern. Cool. Wir müssen, glaube ich, mal kurz speichern. Laden sichern. Ja, also den Laden, dass er gesichert wird. Das ist jetzt ein bisschen blöd übersetzt noch. Geschäft sichern würde mir jetzt eher sagen, okay, hey, alles easy, ne? Laden sichern, denke ich so. Laden und sichern, auf jeden Fall, aber es wird nur Laden gesaved. Ist okay. So, Warmaschine geblieben. Antifalsch, halt 30% mehr Gold für jeden verkauften Artikel in deinem Laden. Das ist schon geil.